Hey, willkommen zu einem neuen Video. In der heutigen Gesellschaft wird der Begriff Familie immer vielfältiger und umfassender. Das zeigt sich besonders an der wachsenden Zahl von Familien, die sich dafür entscheiden, adoptierte Kinder in ihr Leben aufzunehmen. Heute zeigen wir euch 20 Adoptivkinder, von denen ihr nicht glauben würdet, dass es sie gibt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Hast du viele Brüder und Schwestern? Wenn ja, dann wahrscheinlich nicht so viele wie diese nächste Familie. Die Familie Briggs hat insgesamt unglaubliche 34 Kinder. Von dieser beeindruckenden Gruppe wurden 29 aus verschiedenen Ländern adoptiert, darunter Mexiko, Ghana und die Ukraine. Und das ist noch nicht alles, denn Jeanne und Paul sind gerade dabei, zwei weitere Jungen aus Ghana zu adoptieren. Jeder Adoptionsprozess war eine einzigartige Erfahrung. Einige wurden in nur 2 Monaten abgeschlossen, während andere bis zu 1,5 Jahre dauerten. In den letzten 29 Jahren hat sich das Haus der Familie Briggs stark verändert. Mit 9 Schlafzimmern, darunter 2 Schlafsäle und einer Gesamtfläche von über 460 Quadratmetern, hat sich die Größe des Hauses mehr als verdoppelt. Es dient nicht nur als Zuhause, sondern auch als Schule, da Jeanne seit fast 3 Jahrzehnten die Verantwortung für den Hausunterricht der Kinder übernommen hat. Außerdem müssen sie 30 hungrige Mäuler zum Frühstück, Mittag und Abendessen füttern. Die durchschnittliche wöchentliche Lebensmittelrechnung der Familie beläuft sich auf rund 1.000 Dollar. Nummer 19. Nach einer 5-jährigen Reise voller Hoffnung und Geduld haben Liz und John Grabowski aus Fresno ihre Familie auf außergewöhnliche Weise vergrößert. Sie entschieden sich, ihre Liebe mit 5 besonderen Kindern aus China zu teilen, von denen 4 an einer bemerkenswerten genetischen Krankheit leiden, Albinismus. Diese Krankheit verursacht einen Mangel an Pigmenten in Haut, Haaren und Augen. 3 der Kinder sind außerdem gesetzlich erblindet. Ihr erstes adoptiertes Kind war Lily, ein liebevolles Mädchen mit Albinismus. Dann adoptierten sie May, ein Mädchen ohne Albinismus, das aufgrund einer Schädigung des Nervennetzes in der Schulter Schwierigkeiten hatte, ihren Arm zu bewegen. Schließlich entschieden sie sich, 3 weitere Kinder, ebenfalls aus China, zu adoptieren, darunter 2 Mädchen und einen Jungen, die alle ebenfalls Albinismus hatten. Nummer 18. Die Familie Patterson ist eine außergewöhnliche Familie mit einem großen Herzen. Sie hat 9 Kinder mit Down-Syndrom in ihre Familie aufgenommen. Pam, eine ehemalige Krankenschwester, und Gerald, ein ehemaliger Polizeibeamter, waren schon in ihrer Kindheit ein Liebespaar. Jedes ihrer Kinder, James, Alice, Molly, Riley, David, Timothy, Isabel, George und Thomas, hat seinen eigenen Charme und eine Fülle von Talenten. Das Down-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, die durch ein zusätzliches Chromosom 21 verursacht wird und zu verschiedenen Entwicklungsverzögerungen und körperlichen Einschränkungen führt. Trotz der Herausforderungen, die diese Krankheit mit sich bringt, möchten die Pattersons ihr Leben nicht anders gestalten. Die Familie wird manchmal verletzend kritisiert, aber Pam und Gerald kümmern sich weiterhin liebevoll um ihre ganz besondere Familie. Nummer 17. Joe und Karen Bartling träumten immer von einer großen Familie, aber nach der Geburt ihres ersten Sohnes kämpften sie mit Unfruchtbarkeit. Trotz zahlreicher Versuche einer künstlichen Befruchtung entschied sich das 62-jährige Paar, den Weg der Adoption einzuschlagen. Während dieses Prozesses erfuhren sie von Hannah, einem 2-jährigen Mädchen aus Südkorea, das aufgrund einer Entwicklungsstörung ohne Augen in einem Waisenhaus ausgesetzt worden war. Von dieser Erfahrung berührt adoptierten sie Jessie, ein weiteres Kind aus einem südkoreanischen Waisenhaus, das von seiner leiblichen Mutter wegen einer schweren Lernbehinderung ausgesetzt worden war. 2 Jahre später nahmen sie Abby in ihre Familie auf. Abby wurde in einem Park in Indien gefunden und litt am Fraser-Syndrom, einer seltenen genetischen Erkrankung, bei der ihre Augenlider geschlossen bleiben. Im selben Jahr adoptierten sie das Baby David, das auf den Stufen eines Regierungsgebäudes in China ausgesetzt worden war. Ihre Familie wuchs weiter mit der Ankunft von Obed Josiah, der zerebrale Lähmungen und eine geistige Behinderung hat, und Bethany, die als Frühgeburt geboren wurde und blind ist. Insgesamt hat die Familie Bartling 6 blinde Kinder adoptiert und tut ihr Bestes, um ihnen das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Nummer 16. Muriel Clayton ist 92 Jahre alt und Mary Smith ist 76 Jahre alt. Ihre herzerwärmende Verbindung wurde in einem Gerichtssaal in Dallas offiziell anerkannt, als ein Richter sie zu Mutter und Tochter erklärte. Anstelle des üblichen Teddybären, den neu adoptierte Kinder bekommen, überreichte er dem Duo elegante weiße Orchideen. Aber wie kann eine 90-Jährige eine 70-Jährige adoptieren?
Biologisch gesehen sind Muriel und Mary Cousinen. Eine Tragödie ereignete sich, als Marys Vater 1950 unerwartet an einem Herzinfarkt starb, als sie erst 11 Jahre alt war. Ihre Mutter hatte schon lange mit psychischen Problemen zu kämpfen, sodass Mary vorübergehend bei Muriel lebte, die zu dieser Zeit eine jung verheiratete Frau war. Obwohl sie versuchte, wieder mit ihrer Mutter zusammenzukommen, fand Mary Trost und Glück in Muriels Familie. Im Alter von 14 Jahren wurde sie fest in deren Haushalt aufgenommen und bekam dann noch 4 jüngere Schwestern dazu. Marys leibliche Mutter verbrachte den Rest ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt und verstarb dann im Alter von 73 Jahren. Im Laufe der Jahre hatte Muriel den Gedanken an eine Adoption immer wieder aufgeschoben, da das Leben sie sehr beschäftigte. Aber mit der Zeit wurde ihr klar, wie wichtig es war, Mary rechtlich zu ihrer Tochter zu machen, bevor es zu spät war. Nummer 15. Im Januar 1954 machten 2 Brotlieferanten außerhalb von Lancaster, Ohio eine schockierende Entdeckung. Einen 2 Monate alten Jungen, der in einer Telefonzelle ausgesetzt worden war. Die Aussetzung des Babys hat die Stadt über 6 Jahrzehnte lang vor ein Rätsel gestellt. Dank eines kürzlich durchgeführten DNA-Tests hat Steve Dennis, heute 64 Jahre alt, die lang ersehnten Antworten erhalten. Steve wuchs bei seinen Adoptiveltern Stanley und Vivian Dennis auf und wusste von seiner Adoption, seit er 3 Jahre alt war. Steves Familie versorgte ihn mit einem DNA-Test-Kit von Ancestry.com, das ihm half, eine Verbindung zu einem genetischen Verwandten herzustellen, seinem Cousin ersten Grades. Steve lernte schließlich seine Halbschwester kennen. Als sich Teile des Puzzles zusammenfügten, wandte sich Dennis' Schwester an ihre inzwischen 85-jährige Mutter, die sich nach und nach an Details über ihr erstgeborenes Kind erinnerte. Nach Aussage der Mutter war sie erst 18 Jahre alt, als Steve geboren wurde. Damals machte sein Vater ihr ein falsches Versprechen, er würde sie heiraten, wenn sie das Baby verlassen würde. Während ihrer Reise von Ohio nach Kentucky, wo Steve geboren wurde, nahm sein Vater ihn mit, ließ ihn in der Telefonzelle zurück und verschwand für immer aus ihrem Leben. In seinen 60ern und mit seiner leiblichen Mutter in ihren 80ern trafen sich die beiden schließlich zum ersten Mal. Nummer 14. Tina und Rock Thomas haben ein Buch über ihre Reise mit ihrer Adoptivtochter Mui geschrieben, die mit einer seltenen genetischen Hautkrankheit namens Harlequin-Ichthyose lebt. Bei der Harlequin-Ichthyose werden Babys mit dicken, harten Hautplatten geboren, die einen großen Teil ihres Körpers bedecken. Diese unnachgiebige Haut kann zu Gesichtsverformungen, Problemen bei der Regulierung der Körpertemperatur und einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen aufgrund von Rissen und Spalten in der Haut führen. Mui, jetzt eine junge Frau, hat sich den Erwartungen widersetzt und ist ihren Leidenschaften als zertifizierte Yogalehrerin und Rugby-Schiedsrichterin nachgegangen. In dem Buch erzählt Tina von ihrer ergreifenden ersten Begegnung mit Mui, einem ausgesetzten Baby, das von der Gesellschaft wegen seines Aussehens gemieden wurde. Tina erinnert sich an den Moment, als Mui sie weinend in einem Krankenhauszimmer sah und sie sich sofort in sie verliebte. Sie drückt ihre unerschütterliche Entschlossenheit aus, für Mui zu kämpfen, obwohl sie damals erst 26 Jahre alt war. Die Familie Thomas hat auch viel Zeit und Mühe in den Kampf gegen Cybermobbing, Vorurteile und Diskriminierung investiert. Nummer 13. Die Verbindung zwischen Jen und Bill begann in ihrer Kindheit, als sie sich kurz in einem Krankenhaus trafen. Jahre später, als Erwachsene, fanden sie über eine Datingseite für kleine Leute wieder zueinander. Sie heirateten 2008 und wagten 2009 den Schritt in die Welt des Reality-TVs mit ihrer eigenen TLC-Show, die 14 Staffeln lang lief. Die Entscheidung, ein Kind zu adoptieren, fiel auf ärztlichen Rat hin, da eine Schwangerschaft für Jen aufgrund ihrer Zwergenwüchsigkeit ernsthafte Risiken mit sich bringen könnte. Trotz ihrer Versuche, ein biologisches Kind durch eine Leihmutter zu bekommen, erlitten Jen und Bill 2 Fehlgeburten. Deshalb konzentrierten sie sich lieber auf die Adoption. Im Jahr 2013 wurde ihnen Will zugeteilt, der nach seiner Geburt ausgesetzt worden war und in einer Verlegefamilie in der chinesischen Provinz Hohhot lebte. Im folgenden Jahr vergrößerten sie ihre Familie erneut, indem sie die 2-jährige Zoe aus Indien adoptierten. Jen und Bill haben erklärt, dass ihre Herzen bereit sind, noch mehr Kinder aufzunehmen. Nummer 12. Eine herzerwärmende Schicksalsfügung, eine wahre Geschichte wie aus einem Hollywood-Film, ereignete sich vor Jahren an einem belebten Bahnhof in China. Ein winziges Mädchen in einer blauen Jacke, gerade mal einen Monat alt, wurde in einem Schuhkarton zurückgelassen. Ein Fremder fand das ausgesetzte Baby und brachte es in ein Waisenhaus. Auf der anderen Seite der Welt standen Chuck und Kim Walker an einem Scheideweg. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes und dem tragischen Verlust ihres zweiten Sohnes sehnte sich ihre Familie nach Vollendung. Im Jahr 2000 nahmen sie ihre erste Tochter durch Adoption auf, aber sie wollten mehr. Die Familie Walker war fasziniert von den unzähligen Geschichten über chinesische Mädchen, die verzweifelt nach einem dauerhaften Zuhause suchten
und von denen viele dem Schicksal überlassen wurden. Sie fanden nichts anderes als das gleiche Mädchen, das am Bahnhof ausgesetzt worden war. Sie nannten sie Mackenzie Grace. Als Mackenzie ihr neues Zuhause betrat, verliebte sie sich in die alte Glockenspieluhr in der Küche. Nummer 11. Lehrerinnen und Lehrer sind in der Schule so etwas wie unsere Eltern. Aber was wäre, wenn sie wirklich zu unseren Eltern würden? Ein Teenager hat dank seiner ehemaligen Lehrerin, die seine Adoptivmutter wurde, endlich ein dauerhaftes Zuhause gefunden. Der 16-jährige Anthony war seit seinem 9. Lebensjahr in Pflegefamilien untergebracht. Seine Reise begann im November, als er Barry kennenlernte, die seine Englischlehrerin war. Nach einer Weile war die Bindung zwischen den beiden so stark geworden, dass Anthony mit einer lebensverändernden Bitte an Barry herantrat. Er bat sie, ihn zu adoptieren. In einer rührenden Geste überreichte Anthony seiner Lehrerin eine Webseite, auf der er sie bat, ihn zu adoptieren. Barry sah sich die Seite zunächst nicht an und sagte ihm, sie würde sie erst prüfen, wenn er all seine Aufgaben erledigt hätte. Schließlich beschloss sie, seinem Antrag zuzustimmen und wurde offiziell Anthonys Mutter. Nummer 10. Danny und Karen Vinar erlebten in ihrer Jugend unerwartete Umstände. Karen wurde im Alter von 15 Jahren in ein Heim für unverheiratete Mütter geschickt und Danny hatte nur wenige Möglichkeiten, sie zu besuchen. Später brachte sie ihre Tochter zur Welt und traf die schwierige Entscheidung, sie zur Adoption freizugeben. Das Paar musste sich trennen, als ihre Eltern darauf bestanden, dass sie eine Ausbildung macht, anstatt zu heiraten. Im Jahr 2014 suchte Danny aus Neugierde online nach Karen. Innerhalb von 36 Stunden heirateten sie erneut und ließen sich in den Twin Cities nieder. Aber irgendetwas fehlte. Ihre Tochter. Gemeinsam arbeiteten sie mit einer Organisation namens Lutheran Social Services zusammen, um ihre Tochter Jean zu finden. Die Adoptionsagentur wandte sich mit einem Brief an Jean, den sie zunächst ignorierte. Zum Glück las ihr Mann den Brief und stellte weitere Nachforschungen an. Erst da wurde Jean klar, dass ihre leiblichen Eltern nach ihr suchten. Durch den Austausch von Briefen beschlossen sie, sich eines Morgens im Mai 2016 zu treffen, 50 Jahre nachdem sie sie zur Adoption freigegeben hatten. Nummer 9. Ein Paar aus Tulsa, Oklahoma hat eine unglaubliche Veränderung in seinem Leben vollzogen. Innerhalb eines Jahres wurde es von kinderlos zu Eltern von 5 Kindern. Sarah und Andy Justice kämpften mit Unfruchtbarkeit und suchten Rat bei einem Spezialisten. Der Spezialist informierte sie über die hohen Kosten einer IVF-Behandlung und die geringen Erfolgschancen, die bei nur 10% liegen, um schwanger zu werden. Angesichts dieser Tatsachen entschieden sie sich für eine Adoption. Nach einer schwierigen Reise wurde das Paar mit einer werdenden Mutter zusammengebracht und adoptierte sogar direkt Drillinge. Doch während eines Ultraschalltermins erhielt Sarah eine überraschende Offenbarung vom Arzt. Sie war schwanger geworden und sie entdeckten, dass es Zwillinge waren. Sarah und Andy waren voller Freude und Erleichterung, denn damit erfüllte sich ihr Wunsch nach einer größeren Familie. Bei ihrer Kinderschar erhält das Paar große Unterstützung aus ihrer engmaschigen Gemeinschaft. Freunde, Familienangehörige und die Kirchengemeinde haben einen wöchentlichen Dienstplan aufgestellt, um Sarah zu helfen, während Andy arbeitet. Die Familie verbraucht etwa 40 bis 50 Windeln pro Tag, also insgesamt 300 Windeln pro Woche. Nummer 8. Chris und Aaron Austin waren von den faszinierenden Silberaugen ihrer Tochter Primrose fasziniert, als sie 2016 aus einem chinesischen Waisenhaus adoptierten. Doch ihre silbernen Augen lösten beim Rest der Welt Angst und Abscheu aus. Im Waisenhaus liefen die anderen Kinder vor ihr weg. Primroses eingeschränkte Sehkraft war das Ergebnis eines unbehandelten Glaukoms in ihrer Kindheit. Ihr Leben nahm eine besorgniserregende Wendung, als sie anfing, unter quälenden Augenschmerzen zu leiden, die dazu führten, dass sie schwitzte, 16 Stunden am Tag weinte und sich weigerte zu essen. Die Familie Austin in Beaufort, Georgia, sah 2014 zum ersten Mal ein Foto von Primrose und nahm sie 2 Jahre später in ihre Familie auf. Sie machten sich auf den Weg, um Primrose in ihrer Entwicklung zu fördern und ihr grundlegende Fähigkeiten beizubringen, wie zum Beispiel sich aufzusetzen, ihren Kopf zu halten, zu füttern und Zuneigung zu zeigen. Das Waisenhaus hatte sie darüber informiert, dass das Mädchen aufgrund eines unbehandelten angeborenen Glaukoms taub und blind sein könnte. Zu den Symptomen eines kindlichen Glaukoms gehören vergrößerte Augen, trübe Hornhäute und Lichtempfindlichkeit. Später entdeckten die Mediziner, dass Primrose an einer extrem seltenen Krankheit namens 6P25-Deletionssyndrom leidet. Infolgedessen war ihr Sehvermögen auf die Wahrnehmung von Licht beschränkt und sie hatte außerdem mit Lernschwierigkeiten, Muskelschwäche und anderen Problemen zu kämpfen.
Nummer 7. Joshua und Jessica Clark, ein Paar aus Georgia, haben ihre Familie durch die offizielle Adoption von 7 Geschwistern vergrößert. Das Besondere an diesem Fall ist, dass sie das alles an einem Tag gemacht haben. Da ihr leiblicher Sohn Noah 3 Jahre alt ist, haben die Clarks jetzt eine 10-köpfige Familie. Die adoptierten Kinder, die zwischen 5 und 14 Jahre alt sind, sind alle Geschwister oder Halbgeschwister und haben die gleiche Mutter. Die Geschwister kamen vor 4 Jahren in ein Pflegefamiliensystem, als ihre Mutter die Familie verließ. Seitdem leben sie bei den Clarks, die den Wunsch geäußert haben, auch die kleine Schwester der Geschwister zu adoptieren. Dafür bräuchten sie allerdings ein größeres Haus. Die Entscheidung der Familie, die 7 Geschwister zu adoptieren, beruht auf ihrem Wunsch, eine große Familie zu haben. Bei ihrem ersten Date erzählte Joshua von seinem Wunsch, 10 Kinder zu haben. Eine Idee, die Jessica aufgrund ihrer Erziehung in einer Pflegefamilie direkt begeistert hat. Nummer 6. Die bemerkenswerte Geschichte von Michaela the Prince umfasst eine tiefgreifende Veränderung, angefangen von ihren frühen Tagen in einem Waisenhaus in Sierra Leone bis hin zu ihrer Karriere als professionelle Ballerina. Sie wurde 1995 unter dem Namen Mabinti Bangura geboren und fand sich in einer Welt wieder, die von einem brutalen Bürgerkrieg in Sierra Leone heimgesucht wurde. Tragischerweise fiel ihr Vater der Gewalt der Rebellen zum Opfer, während ihre Mutter Krankheit und Hunger erlag und sie allein auf der Welt zurückließ. Sie weiß nicht einmal, wie ihre leiblichen Eltern aussahen. Im zarten Alter von 3 Jahren wurde sie in einem Waisenhaus ausgesetzt, wo das Personal sie angesichts ihrer Hautpigmentierung, die Vitiligo genannt wird, negativ als Kind des Teufels bezeichnete. Die weißen Flecken auf ihrer dunklen Haut wurden fälschlicherweise mit dem Bösen oder einem Fluch in Verbindung gebracht. In New Jersey stießen Elaine und ihr Mann Charles, der zuvor 3 amerikanische Jungen adoptiert hatte, zufällig auf das Fotobuch des Mädchens. Obwohl das Paar den tragischen Verlust seiner Adoptivsöhne durch AIDS aufgrund von verseuchtem Blut hinnehmen musste, begaben sie sich auf eine neue Adoptionsreise, dieses Mal nach Afrika. Sie adoptierten Michaela und ein weiteres Mädchen aus dem Waisenhaus. In den USA angekommen, meldete Elaine Michaela zum Ballettunterricht an und sie wurde schließlich ein Weltklasse-Star. Nummer 5. 1997 adoptierte ein amerikanisches Paar, das aus Gründen des Datenschutzes nicht namentlich genannt wurde, 2 Kinder aus Russland, Carol Lee und Joshua. Kurz nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten bemerkten sie jedoch ein beunruhigendes Verhalten bei Carol Lee. Sie starrte oft wie in Trance in die Ferne und zeigte Anzeichen von Kälte und Wut. Schließlich begann Carol Lee, Halluzinationen zu haben und Stimmen zu hören. Die Situation erreichte einen kritischen Punkt, als sie angeblich versuchte, ihren Bruder von einer Brücke zu stoßen. Aus Angst um sie und weil sie ihrem Bruder Schaden zufügen konnte, schickten sie Carol Lee zurück nach Russland, in der Hoffnung, dass die dortige Kinderpsychiatrie sie erfolgreicher behandeln würde. Ein Journalist namens Troy Roberts dokumentierte diese ergreifende Geschichte in der Sendung The Perfect Child, die im Jahr 2000 ausgestrahlt wurde. Er hatte Carol Lee als Kind kennengelernt und interessierte sich für ihre Geschichte und was mit ihr passiert war. Nach mehr als 2 Jahrzehnten gelang es ihm schließlich, sie in North Carolina, nicht weit von ihrem jetzigen Wohnort, wiederzutreffen. In einem Interview erzählte sie, dass sie als Kind mit Depressionen kämpfte und das Gefühl hatte, dass ihre Adoptiveltern ihren Bruder bevorzugten. Sie betonte, dass sie nie die Absicht hatte, ihm etwas anzutun. Nummer 4. Eine bemerkenswerte Wendung des Schicksals führte dazu, dass ein Paar aus Wisconsin 2 Paar Zwillinge adoptierte und gleichzeitig selbst 2 Zwillinge hatte. Noch verblüffender ist, dass alle Zwillinge denselben Geburtstag, den 28. Februar, hatten, aber in verschiedenen Jahren geboren wurden. Carrie und Craig Kaczynski, die auf einem Bauernhof in Union Grove wohnten, hatten schon immer die Absicht zu adoptieren. Da bei Carrie jedoch Endometriose und andere Komplikationen, die den Eisprung beeinträchtigten, diagnostiziert wurden, haben sie ihre Adoptionspläne beschleunigt. Carrie, die heute 28 Jahre alt ist, wurde als Kind adoptiert und wuchs in einer großen Familie mit 9 Kindern auf, was ihren Wunsch nach einer großen Familie ebenfalls weckte. Ihre Reise zur Adoption des ersten Zwillingspaares begann, als eine Bekannte aus der Highschool 2013 auf der Suche nach potenziellen Adoptiveltern für ihre Zwillinge auf sie zukam. Interessanterweise hatte die biologische Mutter bereits ein älteres Zwillingspaar, das 1 Jahr zuvor am selben Tag geboren worden war. 3 Monate später wurden die Kaczynskis die gesetzlichen Vormünder der Zwillinge, die sie Kenna und Adeline nannten. 1 Jahr nach der Adoption des jüngeren Zwillingspaares wandte sich die leibliche Mutter erneut an die Kaczynskis. Angesichts finanzieller Probleme fragte sie, ob sie auch das Sorgerecht für die älteren Zwillinge, JJ und Cece, übernehmen würde.
Aber die Familie Kosinski hatte noch eine andere Überraschung auf Lager. Letztes Jahr erfuhren sie durch eine IVF-Behandlung, dass sie selbst Zwillinge erwarteten. Ihre leibliche Tochter Clarissa und Caroline wurden ebenfalls am 28. Februar geboren. Nummer 3. Beth Lightcap und Stephanie Culley waren in der Highschool unzertrennliche beste Freundinnen. Als Beth mit ihren 6 Kindern von Texas zurück nach Virginia zog, trafen sie sich wieder. Tragischerweise verstarb Beth im Alter von 39 Jahren, nachdem sie gegen Brustkrebs gekämpft hatte. Sie hatte die Diagnose 2 Jahre zuvor erhalten, als sie mit ihrem jüngsten Kind schwanger war. Vor ihrem Tod richtete Beth einen letzten Wunsch an Stephanie, zu der sie im Laufe der Jahre eine tiefe emotionale Bindung aufgebaut hatte. Als sie erfuhr, dass ihr Krebs gestreut hatte, kümmerten sich Beth und Stephanie schnell um vorläufige Vormundschaftspapiere für die Kinder. Als die Zeit gekommen war, kamen Beths Kinder sicher zu Stephanies Familie, die bereits aus 3 Kindern bestand. Die Familie, die nun aus 11 Mitgliedern besteht, erlebte eine lebensverändernde Überraschung. Sie erhielten einen großzügigen Schulfonds in Höhe von 90.000 US-Dollar für die Kinder sowie brandneue Möbel für ihr Haus. Nummer 2. Jake und Maxine, ein Paar, das im Mai 2016 geheiratet hat, hatte schon immer den Wunsch, eine große Familie zu haben. Ihre Reise begann im Dezember 2019, als sie den Adoptionsprozess freudig abschlossen und offiziell Vormund von 5 Kindern wurden, darunter auch ihr eigenes leibliches Kind. Sie hatten jedoch überhaupt keine Ahnung, dass sich ihre Familie exponentiell vergrößern würde. Wenige Wochen nach der Adoption erhielt Maxine eine überraschende Nachricht. Sie war mit 4 Zwillingen schwanger. Etwa zur gleichen Zeit entdeckten sie eine Gruppe von Geschwistern im Alter von 4, 2 und 11 Monaten, die ein Zuhause brauchten. Ohne zu zögern adoptierten Jake und Maxine sie. Und als ob das noch nicht genug wäre, begrüßten sie weniger als einen Monat später ein 4. Kind, das gerade geboren worden war. Ihr Weg zur Elternschaft war nicht ohne Herausforderungen. Jake und Maxine erlebten Fehlgeburten, chemische Schwangerschaften und unterzogen sich einer IVF-Behandlung, bevor ihr Sohn Henry im Oktober 2018 schließlich geboren wurde. Die Tatsache, dass Maxine auf natürliche Weise 4 Zwillinge gezeugt hat, ist eine Seltenheit mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 1 Million. Nummer 1. Der Fall von Natalia Grace, einer ukrainischen Zwergin, erregte in den sozialen Medien aufgrund bizarrer und verstörender Elemente Aufmerksamkeit. Natalia wurde von Michael und Christine Barnett im Jahr 2010 adoptiert. Nach einiger Zeit kam dem Ehepaar der Verdacht, dass Natalia nicht das 6-jährige Waisenkind war, das sie vorgab zu sein, sondern ein Erwachsener, der sich als Kind ausgab. Nach Angaben des Ehepaars zeigte Natalia beunruhigende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Lesen der Bibel und Versuche, sich von bösen Gedanken zu befreien. Sie behaupteten, sie habe ihn mit Gewalt gedroht und ihren Kaffee vergiftet. Mit der Zeit eskalierte ihr Verhalten sogar noch weiter. Die Familie behauptete, dass Natalia eine Gefahr für ihren Haushalt darstellte. Aufgrund dieser Warnsignale suchten sie rechtlichen Beistand und 2012 wurde ein Antrag auf Änderung von Natalias Geburtsdatum von 2003 auf 1989 in ihrer ukrainischen Geburtsurkunde bewilligt. Die letzte bekannte Information ist, dass Natalia unabhängig in einer Wohnung in einem anderen Land lebt. Hast du jemals darüber nachgedacht, ein Kind zu adoptieren oder kennst du jemanden, der das getan hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.